Guten Abend und herzlich willkommen bei Cash TV Spezial. Heute geht es ums Thema Mikrokredite, also die Kleinstkredite, die den Ärmsten dieser Welt den Schritt in die Selbstständigkeit ermöglichen sollen. Die Schweizer Firma Responsibility bietet Fonds an, mit denen man als Privatanleger in Mikrofinanzunternehmen auf der ganzen Welt investieren kann. Doch bringt das wirklich etwas? Und wie sicher sind die Investitionen aus dem reichen Norden in den armen Ländern des Südens? Ein Augenschein in Peru. Hola, buenas tardes. Klaus Tischhauser, Chef des Mikrofinanzunternehmens Responsibility, macht, was er am liebsten tut: mit den armen Leuten dieser Welt ins Geschäft kommen. Hier geht's um ein paar Süßigkeiten. Ihm geht's um mehr. Muchas gracias, hasta luego. Ja, ich selber bin nicht auf die Idee gekommen, aber ich bin mit dem Velo durch Afrika gefahren, während etwa 2 Jahren, und habe dort natürlich sehr viel auch Armut gesehen. Und bin zurück in die Schweiz und wollte im Finanzmarkt etwas machen, wo man ins Bankensystem eigentlich sozusagen den Kampf gegen die Armut einbauen kann. Klaus Tischhauser hat dafür seine Bankkarriere aufgegeben. Heute trifft er eine typische Mikrofinanzkundin in einem Vorort von Lima, der Hauptstadt Perus. Nimmt Peru an der Fußball-Weltmeisterschaft teil? Nein. Aber mit der Fußballschule und den T-Shirts wird es in Zukunft kein Problem sein. Janet Silva Gutierrez ist Schneiderin. Sie hat einen Mikrokredit von 1.000 Franken bekommen und damit 2 Nähmaschinen gekauft. Einmal jährlich besucht Klaus Tischhauser mit den Verwaltungsräten von Responsibility ein Land, um vor Ort zu schauen, wie das Geld aus der Schweiz eingesetzt wird. Wir wollen die Risiken kennen, wir wollen vor Ort sehen, wo das Geld hingeht. Wir wollen auch sehen, wie die Mikrounternehmer und Unternehmerinnen, da haben wir eine Mikrounternehmerin, arbeiten und dass eben das Geld, und das ist ja das Wichtige in Mikrofinanz, eine Wirkung im sozialen Bereich hat. Matthias Preiswerk ist Privatbankier und Mitbesitzer der Bank Baumann in Basel. Seine Kunden legen Millionen an. Viele von diesen sehr reichen Kunden, die begreifen das sehr schnell und sind da mit Begeisterung dabei, seit Jahren eigentlich. Und es ist halt dann schon toll, wenn man diesen Kunden auch sagen kann, wie es denn wirklich ist und man hier gesehen ist. Und das beeindruckt dann schon auch. Die Näherei von Janet Silva Gutierrez ist ein typisches Beispiel eines Mikrounternehmens. Dank der 2 Nähmaschinen haben auch ihre Schwägerin und ihr Bruder ein Einkommen. Die Finanzkrise ist auch an Kleinstunternehmen wie diesem nicht spurlos vorbeigegangen. Wenn sie da muss Kleidchen produzieren in grösseren Mengen, dass vielleicht die Firma sagt, wir brauchen jetzt momentan keine Werbekleidung, dann hat sie gerade weniger Aufträge. Entsprechend geht nachher dann das Geschäft runter. Wenn sie das vorher weiss, gefällt der Kredit nicht aus, nimmt sie keinen. Aber wenn sie das eben nicht weiss, dann plötzlich nicht mehr zahlen kann, dann steht sie eigentlich mit dem im Regen. Das passiert zum Glück selten. Nur gerade 2% der Mikrokredite werden nicht zurückgezahlt. Wenn das jetzt wirklich so wäre, dass ein Kunde überhaupt nicht mehr zurückzahlen kann, dann je nach Land schaut man, dass man nachher dann vor Gericht geht, damit man einfach einen Schuldschein bekommt. In vielen Ländern, jetzt wie zum Beispiel in Peru, kann man mit dem nachher nichts machen. Die Leute, denen kann man nichts wegnehmen. Also es sind höchstens die Konsumkreditanbieter, die dann zum Beispiel einen Fernseher holen oder so Sachen. Aber in so einem Fall kann man eigentlich nachher nichts machen. Aber man macht halt den Schritt, um den anderen auch signalisieren, man sollte das also zurückzahlen. Unterwegs durch die Millionenstadt Lima. Armut ist in Peru ein großes Problem. Responsibility investiert nicht direkt in die Kreditnehmer, sondern in lokale Mikrofinanzinstitutionen. Es wäre schwierig, wenn man vom Ausland oder von ganz weit weg käme und einem ganz kleinen Geschäft da würde Kredit geben, dann wäre man viel zu weit von dem weg. Das ist etwas, das lokal gemacht werden muss. Es ist auch wichtig, dass das ein Teil der ganz normalen Wirtschaft wird. Entsprechend halt auch, eben, muss es lokal gemacht werden. Eine der lokalen Institutionen ist Confianza, was so viel heißt wie Vertrauen. Trotzdem steht ein Polizist vor der Bank. Was man sicher muss machen als Bank, den Kunden zeigen, es ist sicher, weil die Kunden bringen, das ist jetzt ziemlich neu mit der Institution, auch ihr Geld her zum Sparen. Und wenn man spart, dann muss natürlich einen anstehen, damit es sicher aussieht. Aber ich meine, wenn du da schaust, ist viel Gitter. Responsibility stellt Confianza Geld zur Verfügung, das sie den Kleinstunternehmern weiterleiht. Insgesamt stecken 10 Millionen Franken von Responsibility in Confianza. Deshalb werden die Gäste aus der Schweiz so gut betreut und verpflegt.
Zwei Kreditnehmer von Confianza sorgen fürs leibliche Wohl. Klaus Tischhauser steht zwischen den Interessen der Mikrounternehmer und den Investoren aus der Schweiz. Ich würde sagen, rein legal und hart sind wir Investor verpflichtet. Es ist aber so, dass wir zwei Ziele mindestens verfolgen im Auge haben. Das eine ist das harte Finanzielle, oder zumindest mal die Sicherheit der Gelder. Und das andere ist auch eine Entwicklung fördern. Und da müssen wir uns an gewisse Kriterien halten. Und das könnte auch Interessenskonflikte mal verursachen. Aber bisher haben wir keine gehabt. Confianza zahlt für das ausgeliehene Geld 8% Zins. Die Kreditnehmer zahlen für ihre Mikrokredite zwischen 25% und 30%. Das wäre in der Schweiz Wucher. Die Zinsen sind zu hoch, weil, wenn wir jetzt mal schauen, was das für Geschäfte sind, die brauchen recht wenig Geld, die Kunden. Kosten sind aber genau gleich, wie wenn das höhere, höhere Kredite wären. Und wenn man nachher dann die Kosten muss umlegen auf einen kleinen Betrag, gibt das einfach höhere Zinsen. Trotz der hohen Zinsen bleibt für Confianza wenig Geld übrig. Der erste Kredit, der ist ein Verlustgeschäft. Weil, um überhaupt einmal einem Kunden beibringen, wie das funktioniert, also ihn sogenannt financially literate zu machen, das ist mal ein richtiger Ausbildungsprozess. Und oft kommen jetzt einfach normale Banken und sobald ein Kunde das schon mal hinter sich hat, dann schnappt es den Kunden, weil er weiß schon, wie es geht. Dann hat man also die Kosten nicht mehr und dann kann man dort schon eher Geld verdienen. Beim anschließenden Verdauungsspaziergang kommen die Schweizer am Laden einer Frau vorbei, die für den Aufbau ihres Geschäftes ebenfalls einen Mikrokredit von Confianza bekommen hat. Ich habe gefragt, ob sie Zinsen hoch, akzeptabel oder tief finden. Sie sind akzeptabel. Dann habe ich gefragt, ob sie wissen, wie viel sie zahlen. Dann haben sie gesagt, nein, sie wissen einfach, wie viel sie zurückzahlen müssen. Sie haben so einen Rückzahlplan. Das zeigt mir auch ein bisschen das Konzept von etwas in Prozent ausdrücken. Ist für sie da gar nicht so wichtig, sondern einfach, kann ich mir das leisten? Sie denken in einer Zahl, im Betrag in Soles, die Lokalwährung hier. Und entweder geht es oder es geht nicht. Und es scheint anscheinend problemlos zu gehen. Hier kann man mit Prozenten rechnen. Am Nachmittag steht ein Besuch bei Mibanco auf dem Programm, der größten Mikrofinanzorganisation Perus. Peru ist das grösste Land, wo wir investieren. Und innerhalb von Peru würde ich sagen, ist das mit etwa 10 Millionen Dollar das grösste Investment. Von dem ist es natürlich ein wichtiger Besuch. Und dadurch, dass Mibanco auch eine Präsenz hat, relativ gross in diesem Land, ist auch rein vom Informationsaustausch ist das sicher auch interessant. Mibanco ist die fünftgrößte Bank des Landes. Wie richtige Bankdirektoren tritt auch die Geschäftsleitung auf. In Peru hat jeder zweite Erwerbstätige einen Mikrokredit. Ohne Mikrokredite würde die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Wir haben insgesamt 900 Millionen Dollar in Mikrofinanz investiert. Peru ist unser wichtigstes Land. Schweizer Anleger haben über Responsibility in Peru 75 Millionen Franken investiert. Für uns sind immer zwei Komponenten. Die eine ist natürlich, weil das ja nicht unser Geld ist und wir da Verantwortung haben, ist das Geld auch relativ sicher. Ich glaube, in Peru ist es vom Land her sehr sicher. Dann das andere ist, kann man mit dem Investment auch einen gesellschaftlichen Nutzen stiften. Und das ist in Peru sicher auch gegeben, weil Peru doch immer noch, auch wenn es ein relativ gutes Land ist, aber hat einen grossen Bevölkerungsanteil, wo immer noch in recht grosser Armut lebt und darauf angewiesen ist auch, dass es solche Unterstützung gibt. Die Verwaltungsräte von Responsibility sind alles Experten und können den Finanzplatz Peru beurteilen. Für mich ganz eindrücklich ist auch die Message von den Managern dieser Bank, die sagen, wir sind froh, dass wir eine starke Aufsicht haben. Relativ stärker als in anderen Ländern mit dem Argument, eine starke Aufsicht bringt gesunde Banken, gesunde Wettbewerber. Und das ist das, was der Wettbewerb und der ganze Markt entwickelt. Das ist ein ganz anderer Spruch, als wir es teilweise in Europa hören. Genau das, was, glaube ich, die Banker in der westlichen Welt vergessen haben oder verlernt haben, ist, dass sie mit ihrem Kunden reden und ihren Kunden kennen. Und was für mich sehr wichtig ist, um zu wissen, dass die tatsächlich sich mit den Kunden persönlich auseinandersetzen. Und ich glaube, das Gespräch und dieser Kontakt ist unheimlich wichtig. Dass man eben zusammenarbeitet mit der Bank und sich als Partner sieht und nicht unbedingt nur als Geldgeber. Die Schweizer Banken könnten also durchaus vom peruanischen Bankensystem lernen. Thank you very much. Oh, that's nice. Muchas gracias. Das Buch. Jetzt plant Klaus Tischhauser in Peru, die erste Responsibility-Repräsentanz im Ausland zu eröffnen. Besichtigung des neuen Büros im Verwaltungssitz der Jesuiten. Oh, kommt's gut.
Ja, ich denke, das ist eine ideale Lösung. Es ist eine vorübergehende Lösung. Es ist etwas, wo man gerade starten und bei jemandem unterkommen. Und dann von da ausgehend all die Sachen regeln, die man muss regeln. Und durch das ist es auch richtig offiziell und korrekt. Das ist auch noch wichtig. Cecil Koller wird das Büro leiten. In 4 Wochen fängt sie hier an zu arbeiten. Das eine sind dann Details, oder, mit der Administration und das Legalen und Büro und so. Und gleichzeitig natürlich, ja, was kann ich dann erreichen und wie tun ich es erreichen. Und also mehr von der Seite der Firma, was alles da die Ansprüchen sein werden und die Hoffnungen und Erwartungen. Gegen Abend am Strand von Lima. Bevor sie morgen in die Anden weiterreisen, zieht Klaus Tischhauser ein erstes Fazit. Und das ist jedes Mal einfach ein Highlight, wenn man dann wirklich sieht, was mit dem Ganzen passiert, wenn man in einem schönen Gebäude hockt oder bei uns, wo der Theorie redet und so weiter. Da geht man ja das Bahn schauen und das ist immer wieder schön, wenn man das sieht. Weiterflug in die Anden. Von 0 auf 3500 Meter über Meer in einer Stunde. Cusco, der Touristenmagnet Perus. Mikrofinanz wird hier wie auf der ganzen Welt immer mehr zum Geschäft. Die Konkurrenz wächst. Das spürt auch Klaus Tischhauser. Die Konkurrenz führt dazu, dass man sich mehr Mühe geben muss, dass man bessere Qualität bringen muss, bessere Preise usw. Das spüren wir selber als die, die z.B. refinanzieren. Das ist für uns auch gut. Und es spüren es natürlich auch die Leute vor Ort, die das anbieten. 2 Autostunden später in einem Andendorf. Mehr als die Hälfte der Mikrokredite werden Frauen zugesprochen. Die Mikrokredite verhindern auch, dass zu viele Junge in die Stadt ziehen. Zukunftsperspektiven statt Landflucht. In einem ehemaligen Stall treffen die Schweizer eine Gruppe Bäuerinnen, die ihnen erzählen, wofür sie die Kredite brauchen. Mein Geschäft ist, ich kaufe kleine Sächelchen und verkaufe sie. So verdiene ich etwas Geld. Mit der Institution arbeite ich sehr gut zusammen. Ich habe keine Probleme. Ich kaufe und verkaufe Früchte. Auf der Straße verkaufe ich auch noch Trockenfrüchte, Bohnen und Weizen. Die Frauen bekommen nicht nur Kredite, sondern auch eine Ausbildung, wie sie mit dem geliehenen Geld umgehen sollen. Die Frauen bekommen Kredite in der Höhe von 100 bis knapp 2000 Franken. Das, was wir hier sehen, ist eine ganz spezielle Kredittechnologie für das Village Banking. Und das operiert mit ganz kleinen Beträgen. Und damit richtet man sich automatisch eher an die Bedürfnisse von Frauen. Das heisst, die Geschäfte, die wir hier gehört haben, die machen, die brauchen nicht sehr viel Kapital. Wenn man jetzt ein Modell hätte, wo man mehr Geld, größere Kredite würde geben, dann würde es automatisch mehr Männer haben. Die Frauen bekommen den Kredit als Gruppe und haften auch gemeinsam. Wenn eine die Zinsen oder den Kredit nicht zurückzahlen kann, müssen die anderen einspringen. Ist das ethisch, mit armen Leuten Geld verdienen? Das ist eine Frage oder ein Gefühl, das ich manchmal auch habe, obwohl ich das die ganze Zeit mache. Wo ich denke, da hocken jetzt die Leute vor mir, die eigentlich meinen Lohn zahlen. Und es ist halt schlussendlich so, wenn man zum Beispiel kein Geld würde verlangen, keine Zinsen, dann hätte man einfach plötzlich das Geld nicht mehr und dann würde ich das Ganze austrocknen. Das heisst, die Leute, ich habe sie ja gefragt, ob die Zinsen hoch sind. Sie sagen, ja, wäre besser, sie wären tiefer. Aber wir haben ihnen erklärt, na ja, wenn wir nachher dann auch keine Rendite mehr könnten, unseren Investoren geben, je weniger das wird, umso weniger Geld haben wir und umso weniger solche Gruppen gibt es. Ein paar Kilometer weiter. Dieses Dorf ist etwas größer und reicher. Ein Souvenirmarkt lockt regelmäßig Touristen an. Geschäfte machen lernen hier schon die ganz Kleinen. Not for me, sir. I take the bracelet. This one. Where do you learn English? In a school. Yes. Do you like English? Yes. Huh? Bei diesen Angeboten kann Klaus Tischhauser nicht widerstehen. Muy bien. Muchas gracias. Ciao. Hasta luego. Sind das vielleicht zukünftige Kundinnen? Ich weiß es nicht. Sehr wahrscheinlich ist ja jeder ein zukünftiger Kunde. Aber
Ich weiß nicht, ob das wirklich von den Eltern produziert worden ist. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, die sind dazu da, dass man etwas kauft, ein Einkommen ein bisschen generiert und dann kauft man so Sachen und das sind ja nette Sachen. 30 Rappen für so etwas, muss ich sagen. Ist also sicher viel Arbeit drin und das ist doch eine lustige Idee. Im Hinterzimmer eines Souvenirladens treffen sich die Mitglieder der lokalen Kreditgruppe. Auf dem Tisch liegt Geld. Viel Geld. Was, wie viel liegt da auf dem Tisch? 16'000 Dollar. Cash. Oh, das sind ja enorme Beträge. Ja, ich habe auch zuerst auf 16'000 Dollar. Das sind 17 Mitglieder, Durchschnittskredit 1'000 Dollar. Dann ist es für pro Person nicht viel, dass man nicht mehr so gehört. Aber wenn man dann plötzlich merkt, in so einem Räumchen da drin, 16'000 Dollar Cash, dann denkt man gerade Sicherheit und so. Ja. Heute fängt ein neuer Kreditzyklus an. Das Geld der letzten Runde hat die Gruppe zurückgezahlt. Jetzt bekommen die, die ihn brauchen, einen neuen Kredit. Für den Verwaltungsratspräsidenten von Responsibility ein vorbildliches Modell. Wenn man jetzt da ist und das sieht, wie das funktioniert, und es funktioniert mit einfachen Mitteln, dann kommt man nicht darum herum, zurückzudenken, wie es in Europa ist, wo man mit hochkomplexen Formeln einen Finanzmarkt quasi mit einem Finanzmarkt der Gesellschaft fast einen Abgrund gefahren hat. Und ich glaube, daraus können und wir lernen, dass wir unsere Finanzmärkte auch wieder brauchen, nämlich zum Entwickeln von der Gesellschaft und nicht um künstliche Renditen und warme Luft zu produzieren. Inzwischen werden sogar übers Internet Mikrokredite vergeben. Diese junge Frau lässt sich von den Kreditnehmerinnen ihre Lebensgeschichte erzählen und stellt sie ins Internet. Investoren können der Kreditnehmerin direkt und zinsfrei Geld zukommen lassen. Konkurrenz für Klaus Tischhauser? Wir haben gerade gefragt, sie haben jetzt zum gleichen Zeitpunkt angefangen zu investieren wie wir. Sie haben 85'000 Dollar zur Verfügung gestellt, wir mehr als 500'000 Dollar. Die brauchen Geld und das Geld kommt halt nicht, wenn man keine Zinsen zahlt oder sehr wenig. Und das zeigt den Unterschied. Es hat Platz für verschiedene Konzepte, aber wenn es wirklich in die grosse Masse geht, dann muss man das kommerziell machen. Mikrofinanz kurbelt die Wirtschaft an. Im Zimmer nebenan verkauft Maria Käsebrote und Kaffee. Wer sind Ihre Kunden? Die anderen Mitglieder der Kreditgruppe. Und immer wieder kursieren Gerüchte, es würden auch Drogen mit dem Geld finanziert. Also sicher haben wir glaube ich, bei allen Sachen nicht. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die kleinen Sachen da zu uninteressant sind für die Drogengeschäfte. Das sind Sachen, die anbauen. Da ist eine ganz klare Value Chain, so eine Wertschöpfungskette, die dann in andere Länder reingeht. Das ist professionell durchorganisiert. Und da glaube ich nicht, dass da so etwas passiert. Zurück in der Andenstadt Cusco. Dass er bald selber zu Drogen greifen wird, hätte Klaus Tischhauser wohl nicht geglaubt. Langsam macht dem Sportler die Höhe von fast 3.500 Metern über Meer zu schaffen. Ja, ich merke einfach, dass der Atem ist ein bisschen kürzer. Ich muss mehrmals schnaufen, damit ich überhaupt genug Luft habe. Aber ich hoffe, dass es wieder vorbeigeht. Doch es geht noch höher hinauf. 6 Stunden Fahrt ins 250 Kilometer entfernte Quillabamba. Eine Kleinstadt auf der anderen Seite der Anden. Die einzige Straße führt über einen 4.300 Meter hohen Pass. Auf der anderen Seite des Passes ein kurzer Zwischenhalt. Klaus Tischhauser leidet und greift zum lokalen Heilmittel, den Coca-Blättern. Ja, es sieht mal aus wie ein Blatt. Und schmeckt so. Schmeckt nicht gut. Und man sagt, es sei gut gegen Höhe, Krankheit und ich habe Hopfen und so. Besser geht es ihm etwas später in der Ebene. Hier sehen Sie sich den neuesten Geschäftszweig von Responsibility an. Fairtrade, fairer Handel. Kaffeebäuerin Julia Guerra erwartet sie schon und erklärt, dass nur die roten Kaffeekirschen reif sind. Alle 2 Wochen muss sie durch alle Sträucher durch und tut das abpflücken. Nicht jeden Tag? Nein, alle 2 Wochen. Das Problem vieler Kaffeebauern. Sie haben zu wenig Geld, um in neue Kaffeebäume zu investieren.
Spätestens nach 8 Jahren müssten sie die Bäume ersetzen. Was Fairtrade vom Konzept her bietet, ist, dass man noch eine gewisse Fairtrade-Prämie auch benutzt, um zum Beispiel Ausbildung anzubieten. Und im Rahmen dieser Ausbildung wird dann den Bauern auch gesagt, dass sie nicht einfach die ganze Zeit die gleichen Pflanzen benutzen können, sondern dass sie frühzeitig immer wieder rotationsmässig neue einbauen müssen. Julia Guerra ist eine der wenigen Frauen im Kaffeeanbau in Peru. Nachdem sie die Farm ihres Schwiegervaters übernommen hatte, hat sie ein Agronomiestudium gemacht, um die Erträge zu steigern. Sie hat gesagt, in der heutigen Zeit von Klimawandel und so weiter sieht sie das eigentlich wie ein Refugium, wo sie auch jetzt ihren Kind sagt, schau mal, das ist eigentlich eine tolle Sache, und sie versucht ihnen das beizubringen. Und wäre froh, wenn wenigstens eins von ihnen, das würde dann mal weiterziehen. Dann lädt sie die Besucher aus der Schweiz noch zu einem typisch peruanischen Mittagessen ein. Julia Guerra und ihre Familie leben recht gut vom fair gehandelten Kaffee. Der Vorteil ist, ich bekomme einen garantierten Minimalpreis. So weiß ich, wie viel ich für den Kaffee bekomme und muss keine Angst haben, dass ich unter meinem Produktionspreis verkaufen muss. Fairtrade ist wie eine Art Versicherung für mich. Produkte aus fairem Handel hatten lange den Ruf, qualitativ nicht sehr gut zu sein. Ein Grund war, dass die Kaffeebauern ihren Kaffee genommen haben und haben die schlechtere Qualität als Fairtrade verkauft. Und sie war auch also fair gehandelt. Sie haben die als Fairtrade gekauft, weil dort haben sie einen fixen Preis bekommen. Und die bessere Qualität haben sie natürlich zu einem höheren Preis nachher dann verkauft. Und so ist automatisch eine schlechtere Qualität rausgekommen. Zum Abschluss probiert er eine Tasse von Julia Guerras selbst angebautem und geröstetem Fairtrade-Kaffee. Qué bueno. Muy bien. Richtig gut. Ja, ist richtig gut. Ich hätte ihn zwar noch etwas stärker können, aber haben mich alle gewarnt. Sie sind zu stark, aber ich kann ihn gerne stark. Ja, ist sehr gut. Die Kooperative Kokla kauft ihr den Kaffee ab. Kokla zahlt die Bauern sofort, bekommt selber aber erst Geld, wenn sie den Kaffee ihren Kunden in Europa weiterverkaufen konnte. Aber, Responsibility streckt der Kooperative dieses Geld vor. In Kokla stecken 3 Millionen Franken von Schweizer Anlegern. Der Verwaltungsrat nimmt die Zahlen der Kooperative genau unter die Lupe. Ein gewisses Misstrauen macht sich breit. Überall, wo das Geld herum hat, gibt es Versuchungen. Und irgendjemand versucht dann vielleicht das auszutricksen. Und das muss man schauen, dass man das so gut wie möglich kann beurteilen, ob das jetzt zu einfach da wäre oder ob das im Quervergleich gut gemanagt ist. Nach einer guten Stunde sind alle Fragen beantwortet. Ich hatte zwischendurch mal so ein Misstrauen gehabt, was ich glaube, das ist gesund, das ist auch unser Job. Weil so Kooperativen sind recht komplex. Eine Kooperative hat keinen Besitzer. Da sind ganz viele Leute involviert. Es geht um Geld und manchmal versteht man dann Strukturen nicht oder Aktivitäten. Und durch einen Haufen Fragen merkt man plötzlich, da geht es um Sachen, die eben gar nicht so laufen wie bei uns, sondern anders. Und erst wenn man diese Erklärungen hat, versteht man ein System, das eben auch wieder anders ist als bei uns. Jetzt können Sie den Abschluss des Besuches bei der Kooperative richtig genießen. Mit einer Degustation von Kaffee, wie es die Kaffeetester hier täglich machen. 8.500 Bauern liefern ihre Ernte an Kokla. Wenn du einen Sack hast mit dem Kaffee über 80%, dann ist das Spezialitäten, 80 Punkte ist das Spezialitätenkaffee und der hat einen viel höheren Preis. Also, aber du musst jeden Sack degustieren. Ja klar. Das ist ja sehr aufwendig. Also ja, das ist so. Als erstes muss der Kaffee eine Geruchsprüfung bestehen. Und nach was schmeckt er? Ja, nach Kaffee, aber der schmeckt, also der erste schmeckt viel besser als der da. Der schmeckt irgendwie muff, nach abgestandenem Karton oder so. Kokla ist der größte Produzent von Fairtrade-Kaffee in Peru. Und Kaffee ist eines der wichtigsten Exportprodukte des Landes. Beim zweiten Test geht's um den Geschmack. Der Profi macht's vor. Also jetzt bin ich eher überfordert, weil erstens ist er für mich viel zu dünn. Schmecken mit der Nase, ich glaube, das ist noch einfach. Aber ich hätte jetzt da überhaupt nicht können Unterschied in den jeweiligen 4 von der einen Tasse zu der anderen erkennen. Überhaupt nicht.
Zeit für die Verwaltungsräte, ihr Fazit der Mikrofinanzreise durch Peru zu ziehen. Man sieht hier immer das Herzblut, das in jedem Produkt drin steckt, das man einfach so kauft und im Migros geht holen oder im Coop. Und da sieht man eben dann, wie es wirklich ist. Es ist wunderbar, dass man auch mit Geld in diese Aktivitäten investieren kann. Das gibt den sozialen Investoren, für die wir arbeiten, wirklich die Möglichkeit, sinnvoll zu investieren, nämlich auch mit einer sozialen Rendite zusammen mit einer angemessenen finanziellen Rendite. Auf dem Rückweg nach Cusco zieht Klaus Tischhauser Bilanz über das Abschneiden von Responsibility während der Finanzkrise. Ich denke, jetzt für 2010 sehen wir, dass sich die Situation stabilisiert und sehr wahrscheinlich an einigen Orten auch verbessert. Daher bin ich recht zuversichtlich für die Zukunft. Und denke, für das zurückliegende Jahr, insbesondere wenn man das Jahr davor nimmt, ist das, hat Mikrofinanz bewiesen, dass es eben außerordentlich stabil ist, selbst im Umfeld der grössten Krise, die man bisher eigentlich gesehen hat. Auf sie wartet nur eine kleine Krise. Das Wetter wird immer schlechter. Die Straße auch. Die Rückfahrt quer durch die Anden entwickelt sich zum Abenteuer. Klaus Tischhauser ist in seinem Element. Ich habe es halt einfach gern, das ist schon so. Fremde Länder, ein bisschen schwierigere Sachen, nicht ganz alltägliche, das gehört schon dazu, ja. Sie haben Glück. Nur wenige Stunden später wird die Straße hinter ihnen verschüttet. Für die letzten Kilometer steigen sie auf den Zug um. Nicht nur auf den Reisen ist für den Ex-Banker Klaus Tischhauser klar, dass er seine Bankkarriere nicht umsonst aufgegeben hat. Ich glaube, ich würde wesentlich mehr verdienen, ich wäre aber vielleicht nicht wesentlich glücklicher. Ich habe das Gefühl, ich wäre wesentlich unglücklicher. Und ich fühle mich momentan ziemlich zufrieden, und das schon lange Zeit. Und habe eine Kombination von Aufgaben, die ich machen kann, wo ich denke, das ist ein Traumberuf auch. Und von dem her ist das mit der Bezahlung eigentlich nicht so primär. Geld allein macht nicht glücklich. Mit Geld helfen können schon.